Ja, servus und herzlich willkommen. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns in letzter Zeit ein wenig mit Saga, hier hauptsächlich zur Ära der Wikinger. Und ich möchte euch heute ein Geländeteil vorstellen, was ich ganz toll finde. Dabei handelt es sich um dieses Wikingerschiff. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, wie ich euch vor dem Intro schon gesagt habe, geht es heute um ein Geländeteil für Saga, für Ära der Wikinger, und zwar dieses Wikingerschiff von Revell. Es ist ein Bausatz aus Plastik, gut gemacht meiner Meinung nach, und was das Interessante daran ist, er ist um relativ wenig, also günstig zu bekommen. Ja. Und so ein Schiff, vielleicht an einer Anlegemole oder an einem Steg, peppt doch den einen oder anderen Spieltisch schon gewaltig auf. Ja? Oder man kann vielleicht auch Szenarien damit entwickeln, wer weiß. So, jetzt aber genug davon gelabert. Machen wir jetzt einen Blick in die Box und schauen wir mal nach, was da überhaupt drinnen ist für unser Geld. Gut, dann sehen wir uns doch mal den Bausatz des Wikingerschiffes von Revell näher an. Hier haben wir mal die Box von der Vorderseite aus, eben um welches Modell es sich handelt, Hersteller. Der Maßstab ist groß angegeben, also 1,50, 1,56 sind in etwa 28 mm Figuren. Dass es sich dabei um einen Plastikbausatz handelt und die Größe bzw. die Höhe. Also die Länge ist mit 38,5 cm angegeben. Das ist schon ein richtiger Klopper und ein tolles Geländestück, muss ich sagen. 23,7 ist natürlich mit Mast. Ja, was bietet uns Revell hier noch an? Auf der Rückseite verschiedene Modelle. Revell bietet auch an, hier sieht man es auf der Seite, das Skill Level. Also das ist für drei. Das sagt aus, dass es sich hier um ein anspruchsvolles Modell mit bis zu 100 Teilen handelt. Und was auch recht schön gemacht ist von Revell auf dem Seitenteil, die benötigten Farben, ja, und hier Bilder des fertig gestalteten Modells. So, jetzt aber genug davon. Jetzt werden wir einen Blick in die Schachtel machen. So, wir werden das einmal rauf öffnen. Da kommt schon einiges hervor. Und, ups, jawohl, die ersten Teile fliegen auch schon. So, okay, was haben wir hier alles? Wir haben Tauwerk. Ja, sehr schöner, feiner Faden. Kann man auf alle Fälle verwenden. Das nehmen wir gleich raus. Was haben wir hier? Wir haben ein Kunststoffsegel und die Bauanleitung. Ja, die werden wir gleich öffnen. Oder auch nicht. Nein. Jawohl. Lässt sich öffnen, kein Problem. So, hier ein stärkerer Garn noch enthalten. Okay, wenn man es richtig aufmacht, dann ist es leichter. Also zwei Garne, ein hellerer und ein dunklerer und ein kurzes Stück stärkerer Faden. Das Segel selbst ist ein, ja, Vakuum, Kunststoff gezogen. Ist an und für sich schön. Es ist Geschmackssache, ob man diese Segel verwenden möchte. Ja. Dann kommen wir zu den Bauteilen und zum allerletzt schauen wir uns noch die Bauanleitung an. Alles schön eingepackt, wie ihr seht. Ja. Also das ist schon ein gewaltiger Rumpf. Ich kann euch hier einen gerade in Arbeit befindlichen Berserker dazu zeigen.
Also wenn man den so zum Schiff dazu stellt, das ist okay. Ja? Versuchen wir es von der anderen Seite. Mal sehen, ob ich das schaffe. Hier ist ja dann auch ein Zwischendeck. Aber das sieht meiner Meinung nach okay aus. Ja? Kann man wirklich für Saga nehmen. Wie schauen die Bauteile selbst aus? Ja, ihr habt hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, eine wunderschöne Holzstruktur, ja, die wirklich top ist. Auf der Innenseite ebenso, natürlich nur bis zu diesem Bereich, wo das Zwischendeck dann eingreift. Ja. Hier sind die beiden Teile für den Ständer des Schiffes. Dann haben wir das Ganze noch einmal mit dem Hauptmast, der geteilt ist. Ja, okay, kann man machen. Ist, man kann ihn auch selber aus Holz machen, drehen. Hier bei den Rudern sieht ihr leichte Gussfalte. Ja, sowas kann natürlich passieren. Ist jetzt aber nicht, würde ich sagen, nicht so tragisch. Sehr schön das Deck selbst gestaltet. Die Halterung für den Hauptmast auch meiner Meinung nach ganz gut wiedergegeben. Dieser Schuber, der, über den quasi der Mast eingelegt wird und der dann auch vorgegeben wird, um den Mast ja, in der Halterung zu fixieren. Schön ist es auch, dass sie hier unterschiedliche Stärken der Holzbretter anzeigen, ja, um hier ein wenig Differenz hineinzubringen. Ja, Bug und Heckteil, also das ist der Bug, Heckteil ebenfalls aus zwei Teilen, ja, kann man machen. Dann eine, natürlich, viele Ruder, das braucht so ein Schiff einfach, und Schilde. Also mit Schilden seid ihr hier wirklich ausreichend versorgt. Es gibt dann fürs Display noch eine Vignette im Vikingship, ca. 900 nach Christus. Einen kleinen Anker findet ihr auch hier. Und wie gesagt, die Schilde, Holzschilde mit Struktur. Ja, und die kann man immer und überall verwenden für Wikinger-Schiffe, also, oder überhaupt für Wikinger. Gesamt gesehen ist die Teileanzahl jetzt nicht erdrückend, ja, meiner Meinung nach. Aus Erfahrung weiß ich, dass Revell-Bausätze an und für sich gut und relativ einfach zu bauen sind. Mal sehen, wie es mir bei dem geht. Es gibt natürlich noch diese Warnhinweise, die dabei sind, das ist ganz klar. Ja. Zu ihrer Sicherheit. Ja, Plastik sollte man nicht essen, ist nicht gesund. Kennen wir alles. Gut, dann kommen wir zur Bauanleitung des Wikinger-Schiffes. Ja, rudimentär, Revell macht eigentlich gute Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Da ist natürlich schon einmal allererste Sahne der Diekelbogen für die Schilde. Die sind natürlich, es sind Diekels, die aus dem Modellbaubereich kommen. Die sind feiner, meiner Meinung nach besser geeignet als die so manch anderer Hersteller. Schildschmiede bietet hier ein wenig einen positiven Ausrutscher von der Qualität her. Die sind wirklich absolut top. Was man hier nicht braucht, man braucht den Rand nicht ausschneiden, weil diese Diekels genau auf diese Größe gedruckt sind. Hier noch, ja, für Segel, wer sowas machen will, einen großen Wikingerkopf auf die Segeloberfläche. Ja, kann man machen. Ich würde es eher nicht, aber ihr wisst, Gusto und Geschmäcker sind verschieden. Gehen wir weiter in der Bauanleitung. Ja, also hier eindeutig, wer schon einmal einen Revell-Bausatz gehabt hat, erkennt das sofort wieder. Das ist immer gleich dieser Aufbau.
Ja. Ja, und dann werden hier noch einmal die Teile angezeigt mit den diversen Nummern, dass man sich auch aufgrund der Gussrahmen orientieren kann. Ja, dann gehen Sie einfach her und kleben den Rumpf einmal zusammen, die beiden Hälften. Das dürfte der Bug sein, genau. Hier kommt noch eine Verstärkung hinein. Dann das Deck, ein kleines Zwischendeck. Und das geht dann eigentlich relativ zügig voran. Wie die Decals auf die Schilder angebracht werden, ja, klar. Es sollten eben 32 pro Seite sein, es ist schon ganz mächtig. Die Schilder dann aufs Deck, beziehungsweise wenn man diese freilässt, es gibt quasi so einen Noppen, wo man die Schilder drauf befestigen kann. Wenn man die Schilder nicht befestigen sollte, empfiehlt Revell, diese zu entfernen. Ja, das Anker dort, das ist eben dieser eine etwas stärkere Faden, den Mast, wie Sie den Mast aufbauen. Was aber sehr schön ist, was ihr hier seht, ist, dass wenn der Mast sich nicht im Rumpf befindet, also quasi die Segel dann aufgezogen werden, er fixiert ist, kann man diesen Mast auch hier oben querlegen, dafür ist das gedacht. Ja, wird es wahrscheinlich bei meiner Version werden. Hier dann weiter die Ruder mit den Spinnern. Ja. Die Vertauung, das ist immer eine gewisse Herausforderung. Ich glaube, die kennt jeder, der sich mit Segelschiffen oder Schiffen dieser Art etwas beschäftigt, egal jetzt ob Holz oder Kunststoff. Ja, also die Takelage quasi, wie sie empfehlen, dieses Kunststoffsegel in Form zu bringen, welche Knoten man dafür verwenden kann oder sollte, um hier auch eine schöne Optik zu erzielen. Ja, in Summe sehr stimmig, das war's eigentlich. Wie gesagt, ich werde versuchen, mein Wikinger-Schiff ein wenig umzugestalten, indem ich A, den Mast waagrecht lege, um hier ein angeregtes Schiff darzustellen, damit auch die Ruder nicht ausgefahren, sondern auf Deck platziert dementsprechend. Ja. Und ja, mal sehen, was aus diesem Versuch wird. Dafür gibt es aber dann ein eigenes Video. Gut, das war jetzt der Blick in die Box. Ja, das war heute unser Blick in die Box des Wikinger-Schiffes von Revell. Mich hat der Inhalt überzeugt, mich überzeugt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, weil hier bekommt ihr wirklich für relativ schmales Geld doch ein, ja, ganz schön gewaltiges Bauteil für eure Sagerplatte. Ja, das war's für heute. Ich kann mich nur bei dir wieder bedanken, dass du dabei warst und ihr kennt es schon, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Bleibt gesund, Leidln, und Servus!